Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ein weiteres Kapitel im großen Krieg wird aufgeschlagen und hoffentlich die letzte Schlacht des Feldzuges hier in der alten Welt. Ich habe meine gesamte Flotte hier versammelt und Beryl O'Mara habe ich auf eine Insel reduzieren können, zumindest hier in der alten Welt. Und ich denke mal, das werden wir jetzt hier locker über die Bühne bringen. Und wenn sie hier vertrieben wurde, was wirklich höchste Zeit ist, dann wird es auch allerdings höchste Eisenbahn in der neuen Welt mal ordentlich aufzuräumen, weil da bin ich wirklich komplett ins Hintertreffen geraten. Massive Probleme auf der Hauptinsel, die ich dort habe. Also es mangelt, ich glaube, ich habe minus 2000 Arbeitskraft oder so dort. Da kommen halt einfach keine Waren mehr hin, nichts mehr wird abtransportiert. Also das heißt, wenn hier alles erledigt ist, dann werde ich umgehend meine Flotte verlagern und in die neue Welt marschieren lassen und dann müssen wir da dringend aufräumen und dann die ganze Sache einfach mal komplett über die Bühne bringen. Also ich denke mal, der Turning Point, das habe ich ja schon mal erwähnt, wurde schon erreicht. Wenn ich sie hier vertrieben habe, dann werden wir das in der neuen Welt und in den restlichen Welten, das wird einfach reine Formsache werden. Okay, ich sehe gerade nebenbei bemerkt, hier läuft tatsächlich ein Streik. Ja, die hat natürlich jetzt auch massive Probleme, ne? Also ihre Insel hier, also das ist ja wirklich alles, was sie noch hat hier in der alten Welt. Also da wird es auch an allen mangeln einfach. Ist ja schon geil. Ausgezeichnet. Das ist natürlich ganz in meinem Sinne. So, Streik läuft und da läuft meine Flotte ein. Kommt schön um die Ecke gesegelt. Geschippert, gedampft und dann werden wir das Ganze hier mal über die Bühne bringen. So, Freunde der gepflegten Seekriegsführung. Was soll's? Ich bin versichert. Flotte zum Angriff. Wir gehen erstmal natürlich auf die Verteidigungsanlagen und schießen uns einfach bis zum Kontor durch, was sich sowieso hier drüben befindet. Also das sollte recht schnell über die Bühne gehen hier, blitzkriegmäßig. So. Schiffe, das sieht noch alles gut aus. Sind natürlich auch alle mit Items bestückt, da habe ich noch mal so ein bisschen nachgebessert. So, den muss ich mal ein bisschen abziehen hier, den Kollegen, der hat auch die schlechtesten Items. Und das könnte eng werden. Mit beiden Piraten habe ich aktuell Waffenstillstand verhandelt, also das ist einfach aus taktischen Gründen. So, und bitte nichts verlieren, weil ich habe ja, also meine Einflusspunkte sind ja stark im Minusbereich. Minus 91, das liegt halt einfach daran, dass ich so viele Inseln übernommen habe. Und die werde ich auch erst wieder freigeben, wenn Beryl O'Mara wirklich komplett besiegt ist. Damit die gar keine Chance hat, sich nochmal irgendwo niederzulassen. So, die beiden schaffen wir mal beiseite. Den nehmen wir auch aus der Schusslinie. So, wie sieht's denn aus? Muss die Geschütze loswerden. Auf die Geschütztürme! Damit wir hier in Ruhe das zu Ende bringen können. Okay, das Kontor geht sowieso, das Feld gleich. So, Kontor ist im Eimer. Dann auf geht's, Jungs. Männer, vorrücken. Zwei Kanonentürme noch, wenn ich das richtig sehe. Sehr geil. Feindliches Ziel erfasst. In die Knie gezwungen. Schiff unter Beschuss. Flotte bereit zum Feuer. Das dürfte auch die letzte Kanone sein. So, keine Verluste erlitten. Das ist mir natürlich deshalb so wichtig, Moment, ballert da auch noch irgendwas? Nee, passt. Das ist mir natürlich deshalb so wichtig, weil ich einfach keine Schiffe nachbauen kann jetzt aktuell mit dem nicht vorhandenen Einfluss. Dann schicken wir die direkt mal zum Reparieren. Haben wir hier irgendwo einen befreundeten Hafen hier drüben? Da ist auch ein Reparaturkran vorhanden. Dank Allianz kann ich dort ja auch reparieren lassen.
Und den Rest, glaube ich, kann ich dann direkt so in die neue Welt schicken. Der hat sowieso eine Eigenreparatur, der hier drüben auch. Und da, da ist ja der Schaden so gering, das dürfte sich auch von selbst erledigen. Dann schießt man den Rest hier noch schön zu Klumpen. Und dann ist die gute Dame hier drüben Geschichte in der alten Welt. Ich glaube auch der Rest, das ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit. Neue Welt muss ich halt jetzt dringend angehen, das kommt direkt am Schluss. Aber ich kann dann auch schon mal langfristig denken. Ich denke mal, wenn ich sie ausradiert habe, komplett aus der Spielwelt geschmissen habe, dann werde ich anfangen, wieder Inseln freizugeben. Damit ich einfach mit meinen Einflusspunkten wieder in also schwarze Zahlen schreibe. Und dann natürlich die ganzen Schäden beheben, die Handelsrouten wieder auf die Beine stellen und schauen, dass der Laden einfach wieder ordentlich läuft. Crown Falls weiter ausbauen und dann muss ich mir mal überlegen, was ich mit dem Willy anstelle. Langfristig. Also Ziel ist natürlich, also es wird irgendwann wird dieses Let's Play natürlich vorbei sein. Das läuft ja eh schon erstaunlich lang. Aber Ziel ist schon am Schluss der einzige Überlebende zu sein. Last Man Standing. Und das wurde mir ja förmlich aufgezwungen, also durch diesen Krieg, den ich mir ja nicht ausgesucht habe. Ich hätte ja hier nur friedlich weitergesiedelt. Das war einem ja nicht gegönnt. So, da scheppert's und kracht's. Sehr gut. Also, das ist jetzt auch ich. Wir gehen so mal durch hier. Links unten auf der Karte. Ich sehe nichts mehr, was von ihr ist. Also, das ist wirklich die letzte Insel. Dann werden wir die letzten Schiffchen noch versenken. Und dann weiterziehen. So. Ah, verdammt. Jetzt kann ich hier nichts mehr kaputt schießen. Ja, dann okay. Dann muss ich hier nochmal rüber schippern. Wie schaut es da aus mit Verteidigungsanlagen? Ja gut, ein paar Kanönchen. Dann werden wir da noch ein bisschen marodieren. So, der Rest der Flotte wird repariert. Ausgezeichnet. Stillgestanden, Herr Admiral. Dann rücken wir noch ein Stückchen vor. Lassen Sie hochleben. Flotte zum Angriff. Tja, hätt's nicht gedacht. Werte Beryl O'Mara. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wer hier schon lange zuschaut und wirklich sehr lange, ich hatte ja schon mal Krieg. Aber das habe ich halt dann wirklich wieder abgebrochen, weil ich so dermaßen ins Hintertreffen geraten bin. Ich habe so dermaßen abgelost. Die haben sich halt, ich glaube, dann haben sie sich sogar alle drei. Irgendwann gab es ja mal diese Prinzessin Quing und ich glaube, die haben sich halt alle gegen mich verbündet damals. Und das war einfach nicht zu retten. Und dann habe ich auch einfach irgendeinen alten Speicherstand wieder geladen. Aber diesmal sieht das alles ganz anders aus. Ach, zieht sich schon. Also ein Krieg, den man auch einfach nicht beenden kann. Mit diplomatischen Mitteln. Das dauert wirklich lange. Und jetzt habe ich ja doch schon auch off-camera einiges übersprungen immer mal wieder. Aber das ist schon wirklich auf Ingame-Zeit umgerechnet. Ist das ja, weiß nicht, der große Krieg eben. Viele, viele Jahre. Entbehrungsreich. Formation einnehmen. Aber ich glaube mit einem Happy End für mich. So, konzentriert mal das Feuer hier bitte auf die letzten Kanonen. So. Na, jetzt haben wir sie gleich. Jetzt haben wir sie gleich im Sack. So.
Verteidigungsanlagen sind hinüber. Und der Rest ist vorm Ziel. Tja. Letzte Erinnerungsfotos. Aber was feuern die? Da kommt irgendein Schiffchen. Mutig, mutig, mutig. Todesmutig. Oder vielleicht auch einfach ein bisschen bekloppt. Ja, bis zuletzt sind hier noch die Frachter unterwegs. Na gut, wir konzentrieren uns mal auf die restlichen Gebäude. Und das war's. Ausgezeichnet. So, Castlewitch wird auch eingesackt und natürlich erobert. Es bleibt dabei. Vernichtungskrieg. So, ausgezeichnet. Also, damit hätten wir die Beryl aus der alten Welt komplett vertrieben. Hier ist nichts mehr, was ihr gehört. Dann schauen wir mal. Wir schicken einfach mal alles rüber, was hier schon repariert ist. Und ich würde vielleicht zur Sicherheit, ich weiß auch nicht, noch zwei, drei Schiffchen maximal hier lassen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, so ein paar Schiffchen schippern hier halt schon noch durch die Gegend, aber da, gut, das ist ja... Damit kann sie nichts mehr ausrichten. Arbeitskraft. So, okay. Dann der wird sowieso repariert und der Rest ist auch nicht ernsthaft beschädigt. Dann werden wir die beiden Flottenteile hier vereinen. Also den einen Heini gerade noch, der hier rüber gespart kommt. Ja, wobei, wir schicken sie direkt los. Und zwar... Es mangelt an Arbeitskraft. Ab in die neue Welt. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schiffchen. Plus Nummer 9, der hier drüben unterwegs ist, den schicken wir auch direkt in die neue Welt. Und dann werden wir da mal für Ordnung sorgen. Und die restlichen beiden, die hier gerade noch repariert werden, ja, schicken wir mal Richtung Hauptinsel zurück und die sollen dann halt einfach noch die restlichen Kähne aufbringen, die sie hier noch unterwegs hat. Und ich denke mal, dann kann ich sowieso, also die Schiffe... die das hier noch... Ah, hier ist auch noch ein Schlachtschiff, die das ganze Massaker hier überlebt haben. Ich weiß nicht, ob ich die Handelsroute schon anschalten sollte. Ich glaube, ich sollte doch erstmal meine Flotte verlegen hier in die neue Welt. Schauen wir uns das Elend mal an, weil hier ist es wirklich ganz, ganz schlimm. So, wie viele Inseln hat sie hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alles machbar. Verteidigungsanlagen wird auch nicht mehr sein als in der alten Welt. Auf den ersten Blick eher sogar ein bisschen schlechter abgesichert. Sicherlich aber nicht besser. Also hier hat sie eine Insel mit relativ viel Siedlungen. Das ist überschaubar. Naja, das ist, wird alles nicht schwieriger sein als gerade eben. Kriegen wir locker hin mit unserer Flotte, die wir haben. Aber schaut euch das an. Also hier ist natürlich schon echt das absolute Elend ausgebrochen hier. Da mangelt es halt an allem mittlerweile. Weil klar, ich meine, hier fährt kein einziges Frachtschiff mehr. Das hat sie mir alles versenkt. Und da mangelt es halt wirklich auch an den Grundlagen. Obwohl ich glaube ich schon auch alles dazu kaufe in meiner Verzweiflung, aber das ist halt Glückssache. Da muss halt dann irgendein Händler vorbeikommen. Ich weiß mindestens einen der KI-Mitstreiter, der nicht mehr mit mir handelt. Also von daher alles nicht so geil. Aber gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis die Flotte hier übergesetzt ist. Ah, geht aber eigentlich relativ flott. Also ich glaube, das können wir dann auch auf jeden Fall in dieser Folge noch angehen. Schauen wir uns gerade mal in der restlichen Welt noch ein bisschen um. Ah, hier ist eigentlich alles soweit okay. Also die haben natürlich schon immer wieder ihre Mängel. Na gut, hat auch ein bisschen zugenommen. Hat durchaus zugenommen. Aber das sollte relativ schnell besser werden, wenn ich die ganzen Handelsrouten wieder aktiviert habe. Irgendwo ist wieder ein Schiff abgesoffen. Ja gut, also hier wären wir jetzt dann eben gleich. Aber das ist, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist tatsächlich bei den Charterrouten so. Die werden offenbar immer direkt wieder neu bestückt mit einem neuen Schiff. Kostet mich wahrscheinlich ein bisschen Geld, ich weiß es nicht genau. Und dann werden die wieder auf die Reise geschickt und werden sofort wieder versenkt. Aber auch das werden jetzt so die letzten Verluste sein. Bis es dann hier auch mal alles in Ordnung kommt. So, hier ist alles befriedet, komplett. Da hat sich auch nichts mehr getan. Die hat sich noch ein paar Mal blicken lassen. Da habe ich halt zur Sicherheit noch ein Schiffchen oder maximal zwei irgendwie rumstehen. So,
die Handelsroute machen wir mal wieder an. Haben wir hier noch inaktive Schiffe? Nee. Bis auf den Schlachtkreuzer. Sieh an, okay. Arbeitskraft fehlt hier, Ingenieursarbeitskraft. Ja, gut. Ich habe mich natürlich um diese ganzen Dinge auch kaum gekümmert, während jetzt einfach der Krieg läuft. Also das ist halt, da habe ich halt den kompletten Fokus drauf gelegt. Also da werde ich einiges zu tun haben, wenn das alles mal beendet ist. Da muss ich echt die ganzen Trümmer wieder einsammeln und zusehen, dass das alles wieder in Gang kommt. Hier sieht es auch nicht recht viel besser aus an der Arktis, aber das wird halt, das wird wirklich ein Blitzkrieg werden. Da hat sie nicht viel. Zwei Inseln, sehe ich das richtig? Drei vielleicht. Das ist ja wirklich reine Formsache. Ja, das passt schon. Ja, schon umfangreicher Feldzug. Also mehrere Feldzüge ja eigentlich. Alte Welt, neue Welt, am Kap und dann noch in der Arktis müssen wir auch noch ein bisschen Krieg führen. Ja, ein bisschen wird es noch dauern. Schauen wir mal, wie sieht's denn... Habe ich mit ihm jetzt eigentlich noch einen Waffenstillstand? Moment mal. Waffenstillstand. Läuft noch 25 Minuten. Nicht Angriffspakt. Und der sollte sich auch easy erneuern lassen. Bei ihm ist der Ruf auch bei 93. Bei ihr ist es nicht ganz so gut. Was ist denn, was sagt denn der direkte Vergleich eigentlich? Also sie ist... Ja, jetzt bin ich aber schon vorbeigezogen. Also wirtschaftlich sind wir jetzt gleich auch... Was mich, aber die war dann schon echt richtig gut aufgestellt wirtschaftlich. Wenn wir jetzt erst gleich auf sind, okay, jetzt hat sich das ein bisschen verschoben, aber wir sind ja ungefähr Kopf an Kopf und sie hat ja, ist ja komplett vertrieben aus zwei großen, wichtigen Regionen. Das ist schon erstaunlich. Aber militärisch, das ging natürlich jetzt rapide nach unten, weil das einfach nur auf der ganzen Verteidigung von ihr basiert hat. Ihre ganzen die militärische Wert. Das war einfach die Anzahl an Kanonen. Die hat ja so viele Kanonen aufgestellt. Und bei mir basiert ja das Militär fast nur auf der Flotte. Ich habe so ein paar Inseln ein bisschen abgesichert, aber ich habe kaum irgendwo mehr als zwei Kanonen rumstehen. Naja, das passt schon. Alles gut. Dann schauen wir auf die Karte. Okay, Flotte kommt soeben in der neuen Welt an. Dann können wir ja direkt nahtlos übergehen. Und da gleich mal wieder neu ansetzen. So, wir werden direkt angegriffen. Dann legen wir hier direkt los. Alles klar, der Kurs ist somit festgelegt. Attacke. Zwei Kanonentürme. Okay, aber das ist nicht ihr Haupthafen hier. Nein. Ja, dann machen wir direkt so weiter. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Dann schießen wir hier direkt mal alles zu Klump und schauen uns die Insel mal an. Oh, das ist sogar eine relativ bedeutsame Insel. Da hat sie doch eine etwas größere Stadt stehen, viele Schiffchen, die wahrscheinlich einfach nichts mehr zu tun haben, weil die ursprünglich mal auf Handelsrouten waren, die in die alte Welt gefahren sind. Aber wenn wir hier von dieser Seite aus angreifen, da können wir da so Turm für Turm durchballern und dann hier aufs Kontor gehen. So gut verstanden. Ist das überhaupt hier? Das ist... Ist das ihr Haupthafen hier? Ich glaube schon, oder? Ja, muss es ja fast sein. Mehr hat sie, glaube ich, nicht hier. Na gut. Bevor uns noch das Kanonenfutter ausgeht. Ah, jetzt kommt sie tatsächlich angekrochen. Jetzt kriegt sie zu Kreuze. Nein. Also, Entschuldigung. Wir haben uns so gut verstanden. Wir führen seit Jahren Krieg. Krieg, den du begonnen hast. Lady, Lady, Lady. Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. So. Den Kollegen schicken wir auch direkt der Flotte hinterher. Also schön zusammenbleiben einfach. Ja, das sind jetzt noch, ich würde sagen, ein, zwei Folgen hier, die wir hier noch verbringen werden. Und die Arktis, das ist ja dann wirklich noch Beiwerk. Oh, wen haben wir hier? Okay, nicht, dass ich jetzt Kreuzfeuer bekomme, aber da hat sie die Hafenanlagen sowieso auf der anderen Seite drüben. Dann setzen wir aus dieser Richtung an, würde ich sagen. So, der schippert hier so ein bisschen alleine rum. Nicht, dass der jetzt hier irgendwo an den Kanonentürmen vorbeikommt. Ja, das passt. So, dann legen wir los. Neue Ziele. Schiff unter Beschuss.
Feuer konzentrieren auf die Kanonentürme, wie gehabt. Oh, da schießt eine dicke Bertha, kann das sein? Nee, doch nicht. Okay, Prioritäten setzen. Erst die dicken Kanonen. Die machen doch ein bisschen mehr Damage als die kleinen Geschütze. Nach wie vor schauen. Also ich möchte immer noch kein Schiff verlieren, wenn es sich vermeiden lässt. Wie gesagt, ich kann nicht nachproduzieren. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich keine Einschlusspunkte habe, könnte ich dann theoretisch welche kaufen. Aber die werden halt auch wirklich selten angeboten. Wirklich ordentliche Kriegsschiffe. Da wollen wir kein Risiko eingehen. Wird zwar nicht passieren, aber allein in der Theorie, wenn ich die Flotte jetzt verlieren würde, dann wäre ich halt nicht mehr handlungsfähig. Geht natürlich gar nicht. Und jetzt ziehen wir auch ein bisschen zurück. Aber sollte alles easy sein, also. Ein Schiff wurde zerstört. Oh, das war jetzt aber... Ja, es war auch ein Handelsschiff. Passt. So, Nachschub. Verstärkt. So, was haben wir hier noch? Kontor ist im Arsch. Dann machen wir die letzten Kanonen hier noch platt. Schiff unter Beschuss. Und dann, glaube ich, können wir die Insel auch direkt einsacken. Ist eh schon unter 50 gefallen, hier die Inselmoral. Tendenz fallend. Ja, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ha, jetzt zieht sie ihre Flotte hier ab. Ja, in der Situation war ich auch schon mal... Schmeckt dir wohl nicht deine eigene Medizin. Na komm, Feuer weiter konzentrieren, nicht ablenken lassen. Und das soll es gewesen sein. Keine Verteidigungsanlagen mehr. Dann schießen wir den Rest hier noch zu Klump. Und weiter im Programm. Das ist jetzt wirklich die pure Verzweiflung. Ne? Die hat noch versucht, mit ihrem Waffenstillstand noch irgendwas zu erreichen. Die wird jetzt wahrscheinlich ihre Schiffe zu irgendeinem anderen Hafen schippern lassen. Die hat jetzt schon eingesehen, dass das hier nichts mehr wird. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Was haben wir denn hier hinten? Achso. Okay. Tja. Insel für Insel. Polulu ist also auch erobert. Ausgezeichnet. Löschen Sie die Stadt Ihres Feindes aus und werden Sie der neue Besitzer der Insel. Gesagt, getan. Das ist meine Insel. Und so bröckelt Stück für Stück das einst so große Reich der legendären Beryl Omara. Okay, ich werde meine Kräfte ein bisschen bündeln, ein bisschen sammeln, ein bisschen reparieren lassen und dann sehen wir zu, dass wir in der nächsten Folge möglichst vielleicht sogar den Rest direkt einnehmen. Also in jedem Fall aber werden wir hier die absolute Hoheit übernehmen. Gut, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.